Hallo, mein Name ist Melanie Grubner und ich bin Mauthausen Außenlagerguide des Mauthausen-Komitees Österreich. Ich stelle euch heute die Biografie des KZ-Überlebenden Ladislaus Zütsch vor. Das ist Ladislaus mit seiner ersten Frau Hedi. Er wird 1909 in Neumarkt in Siebenbürgen, Rumänien geboren und studiert in Leipzig Medizin. Bis 1936 arbeitet er in Budapest und Wien als Arzt. Dann geht er zurück nach Neumarkt, wo er und seine Frau im März 1944 von den Nationalsozialisten verhaftet werden. Sie werden als Juden kategorisiert und nach Auschwitz-Birkenau deportiert, wo sie getrennt werden und einander nie wiedersehen. Ladislaus kommt nach Mauthausen und von dort ins KZ-Außenlager Melk. Als Kranker getarnt verbringt er die meiste Zeit im Revier der Krankenstation des Lagers, wo er als HNO-Arzt versucht, so vielen anderen Häftlingen zu helfen, wie er kann. Im Juli 1944 findet ein Angriff einer US-Luftflotte auf das KZ Melk statt, bei dem rund 200 KZ-Häftlinge sterben. Ladislaus erinnert sich in seiner Autobiografie. In erster Linie fehlte das Wasser. Die Häftlinge waren genötigt, aus Pfützen zu trinken. So brach nach ein paar Tagen eine Ruhrepidemie aus. Die erste Nahrung nach dem Angriff, eine dünne Suppe, bekamen wir am dritten Tag abends. Die ständigen Zählappelle waren eine Zumutung für die durch Durst und Hunger gezeichneten Menschen, die unter dieser unmenschlichen Prozedur hin und wieder, wie reife Kastanien im Herbst, mit einem dumpfen Plumps hinfielen. Als das Lager Melk im April 1945 aufgelöst wird, kommt er mit einem Todesmarsch ins KZ Ebensee, wo er befreit wird. Seine Frau Hedi stirbt im Mai 1945 durch den Beschuss britischer Flugzeuge auf das Schiff Kap Arkona. Im Alter von 82 Jahren schreibt Ladislaus seine KZ-Erlebnisse auf und veröffentlicht sie später als Buch mit dem Namen Zählappell. Wenn du für die Zeit nach dem Lockdown Interesse daran hast, mehr über die ZeitzeugInnen wie Ladislaus Zütsch bei einem Rundgang zu erfahren, melde dich unter www.mauthausen-guides.at für eine Begleitung mit einem Außenlagerguide an.